Ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen Partie begrüßen, liebe Fußballfreunde. Willkommen in der MEWA Arena. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie?2002, das war so ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte von Bayer Leverkusen. Ja, das war damals ein klasse Team. Vizemeister, Finale der UEFA Champions League. Klar, die beste Saison, die der Club jemals gespielt hat. Anstoß Bayer. Und damit läuft das Spiel dann endlich. Patrick Schick. Da setzt er sich gut durch. Das ist kein Ball, der für große Torgefahr sorgt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Radetzky hält. Bayer 04 Leverkusen beginnt in diesem Spiel mit dieser Aufstellung. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Jonathan Tah spielt mit Edmond Tapsoba in der Abwehr. Callum Hudson-Odoi steht mit Moussa Diaby auf dem Flügel. Und der einzige Stürmer ist Patrick Schick. Er lässt den Gegner stehen. Da kommt der Schuss. Er macht das frühe Führungstor. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann macht er das super aus der Halbdistanz, wuchtig im Tor untergebracht. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Ja, energischer Vorstoß. Karim Olisivo. Eine sichere Parade. Ecke in die Mitte. Schuss kommt nicht durch. Erstmal geklärt. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. Schick. Patrick Schick. Kerem Demirbay. Demirbay.
Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Widmer. Das könnte was werden jetzt. Mainz weiter im Ballbesitz. Aber er muss aufpassen. Oh, das könnte was werden. Radetzky bleibt Sieger in diesem Duell. Klasse gehalten. Ecke kommt. Den hält er sicher. Gar kein Problem. Harmlos, dieser Kopfball. Dem hierbei. Vielversprechender Steilpass. Nee, drüber. Boah, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Widmer. Karim Onisivo. Widmer. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Ah, das war schwach, Buschi. So eine Chance darfst du nicht liegen lassen, oder? Eine Riesenchance. Nur noch den Torhüter vor sich. Er war halbherzig. Freistoß Leverkusen. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Schick! Kerem Demirbay. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Er hat den Ball. Wird da was draus? Er versucht's. Der Ball ist drin. Jetzt sind sie also mit zwei in vorne. Klasse durchgesetzt und dann profitiert er hier natürlich von seiner Schnelligkeit und der Abschluss passt auch. ...2-0 steht sie hier, sie machen einen guten Eindruck. Er holt sich diesen Ball. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Kerem Hatzonodoui. Dem hierbei. Sauber vom Ball getrennt hier. Da ist das Pressing erfolgreich. Dem hierbei. Das ist dem hierbei. Ja, setzt sich schön durch. Knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Alexander Hack. Kurz vor der Pause haben wir hier einen deutlichen Rückstand der Gastgeber. Mit zwei Toren sind sie hinten. Auf dem Papier ist das natürlich noch machbar, klar.
aber die Form bisher, die macht mir Sorgen. Sie macht mir sogar große Sorgen. Ob sie noch mal reinfinden in dieses Spiel, ich weiß nicht so recht. Bisher geht kaum was zusammen. Calavazzo-Doi! Das ist doch gefährlich. Ganz unglückliche Nummer, ein Eigentor. Da wurde er auf dem falschen Fuß erwischt und dann fälscht er den Ball ins eigene Tor ab. Ja, nicht wirklich glücklich reagiert, aber das kommt vor. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Dem hierbei. Starker Zweikampf. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Robert Andrich. Kerem dem hierbei. Das war der Halbzeitpfiff. Zeit für die Spieler, sich ein wenig zu erholen. Richtig gute Partie heute von ihm. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Klasse durchgesetzt. Sie können den Pass unterbinden. Gelb verdächtige Aktion. Das könnte durchaus geahndet werden. Gelbe Karte für Tah. Leverkusen mit dem Wechsel. Da wollten sie viel, aber rausgekommen ist sehr, sehr wenig. Nee, nicht wenig, Wolf. Nix, gar nix. Und das war auch nix. Den Ball haben sie. Schöne Aktion. Ja, das ist abseits. Zu früh losgelaufen. Aber das ist natürlich eine vielversprechende Strategie. Sie wollen die Abwehr zu Fehlern verleiten. Sie spekulieren auf die Lücke, spekulieren auf den optimalen Pass. Hier kam der Lauf etwas zu früh. Adam Lozek. Schick. Kerem dem hierbei. Kein Problem, den hat er. Gefährlich. Blockt den Schuss erstmal ab. Schick. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Wechsel bei Leverkusen. Die Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Aus dem Angriff wird also nichts. Da ist Platz für den Konter. Sie versuchen es. Den hält er natürlich.
Ecke kommt in die Mitte. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. Klasse, wie er dahin geht. Die Rufe der Fans. Schieß, schieß, schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Da ist das Tor. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen Stärken. Dieser Zug zum Tor, unnachahmlich. Tolles Tor. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Chor. Wiedner. Mainz kann über außen kommen. Der Ball über die Linie, gibt Ecke. Und jetzt wollen sie wechseln. Vielleicht können Sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf. Der Ball kommt rein. Ja, das müssen Sie entschlossener machen. Karim Olisivo. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Ecke kommt. Sie sind fast wieder da. Es fehlt nur noch ein Tor. Das könnte ein ganz wichtiger Treffer gewesen sein. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Vielleicht jetzt mal Bayern 04. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Oh, nee, das war kein guter Freistoß. Ja, also auch kein Wunder bei der Distanz. So, nochmal das Ganze in der Wiederholung. Wir sehen es, da stimmt das Timing nicht. Das ist zu hart, zu energisch und klar, das ist gelb. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ist das der Ausgleich? Boah, was für eine Chance. Aber kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Dem hierbei. Bayer weiter mit dem Ball. Schöne Pässe jetzt. Und dann verlieren sie den Ball. Also aus der Szene wird nichts.
Die Chance für den Konter. Ball bei Leverkusen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Das gibt Freistoß für Bayer. Keine Karte, ja, ja. Das sorgt hier schon für Erstaunen. Ich glaube, die kann man durchaus geben. Ist gelbwürdig. Jetzt wird hier gewechselt. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Da ist die Chance. Der Ball ist drin. Jetzt sind sie also mit zwei in vorne. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding. Ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. Kein Schnäuzig. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Moussa Diaby. Patrick Schick. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Aranguiz. Das ist das Tor. Und ich glaube, das ist jetzt auch endgültig der Sieg. Der Vorsprung ist jetzt einfach zu groß. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Dem hierbei. Er geht dazwischen. Geht mit Einwurf weiter. Oh, jetzt werden sie wechseln. Er holt sich diesen Ball. Geht gut nach innen. Gefährlicher Schuss. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Adam Lozek. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Zieht nach innen. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Chor. Ganz wichtige Aktion hier. Das sah gut aus. Gefährlicher Pass. Gute Aktion jetzt. Da ist die Chance. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore Führung. Also das Ding ist durch. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Das ist der Schlusspfiff. Die Gastgeber haben heute also verloren. Sie verlieren hier also deutlich und das tut weh.
Es war sehr deutlich zu sehen, wo die Schwächen der Mannschaft liegen. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.